Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Ich lotse gerade meinen Titanosaurus nach Hause. Also eigentlich lotse ich ja den Ketz nach Hause, ne? Was? Ach, der hat da hinten von dem Krokodil Schaden gekriegt gerade. Ey, nein! Greif nicht das Tier an. Komm mal zurück. Komm zu mir, komm. Lass die Tiere in Ruhe. Das bringt's nicht. Ignoriere sie einfach. Ignoriere einfach alles, was dir Schaden macht. Die können dir eh nichts. Wobei du, glaube ich, eh nur noch 4000 Leben oder so hast, ne? Das ist, glaube ich, gerade das Hauptproblem. Na komm, schaffst es. Eigentlich möchte ich gerade nur den Ketz irgendwo abstellen und den Titano reiten. Ohne Scheiß. Das möchte ich gerade. Das ist das Einzige, was ich gerade möchte. Oh nein, nicht in mich rein. Geh weg. Lass mich. Lass mich fliegen. Nein! Hör auf! Nicht in mich reinfliegen. Du Riesengerät. Ja, ich glaube, wenn wir hier lang gehen und dann uns so ein bisschen rechts halten um den Berg rum, dann müssten wir eigentlich sicheren Fußes in der Base ankommen. Wenn er mal aufhören würde, in mich reinzufliegen, ne? Das ist so ultra nervig. Also in mich rein. Er fliegt ja nicht mal. Er läuft ja in mich rein. Oh, ich hätte gedacht, er hat mehr Probleme zu manövrieren im Redwood. Er kommt eigentlich ganz gut durch. Wir dürfen jetzt nur nicht da unter diesem Stein durch. Also unter diesem Baumstamm, unter dem umgestürzten. Weil das schafft er, glaube ich, nicht. Da würde er festhängen. Er nietet die Redwoods um, ne? Die kleineren Redwoods. Glaub schon. Müsste er eigentlich. So, da vorne ist schon die Base. Und da ist auch der Giga. Der wartet schon. Der hat endlich mal einen auf Augenhöhe. Einen Freund auf Augenhöhe. Na, Moment. Hier so ein bisschen rum eher. Ja, genau. Ich kann das schon voll gut, den manövrieren, oder? Gar nicht schlecht. So, halt. So bleiben, bitte. Und jetzt, Moment, jetzt muss ich den Ketz erstmal irgendwo parken. Am besten hier. Oh Gott, ich muss meine ganzen Klamotten wieder reparieren. Die ganzen Raketenwerfer, alles, ey. So. Schnell zum Titano. So, jetzt gucken wir uns mal die Werte an auch. Hä? Ach, das ist ein Paracer, das im Titano steht, lol. Ah ja, genau, der hat jetzt... Der hat, Alter, der hat 150.000. 150.000 Leben. Jetzt hat er aktuell nur 57.000. Ich bin aber leicht irritiert. Stand da nicht bei der Lupe, also als ich mir der Lupe geguckt habe, stand doch, dass der nur 10.000 hat oder so. Oder war, hä? Der hatte auf jeden Fall nur noch 6.000 übrig, sagen wir es so. Ich bin gerade leicht verwirrt, was das Leben von dem angeht. 2000 Stamina, 50.000 Gewicht. Krass. So genau, und der Foodwert ist jetzt quasi sein Countdown. Den kann man nicht auffüllen, also man kann ihn nicht füttern mit irgendwas. Der geht jetzt runter. Wenn ich jetzt diese eine Zeile in die Game-Ini schreibe, dann kann ich das verhindern. Dann kann man den füttern, dann kann man den wieder hochheilen sozusagen. Und nach 24 Stunden fällt dieser Wert hier wohl auf 0. Beziehungsweise der Wert fällt auf 0 und das Leben sinkt von dem dann, ab dem Punkt. So. Das ist, glaube ich, das ganze Geheimnis. Und wir sehen, er kriegt auch keine XP. Also er würde jetzt auch nicht leveln. Ja, also man könnte ihn nicht leveln. Das heißt, ja. Aber der ist ja im Grunde schon ein riesiges Power-Tier. Ich meine, guckt euch das mal an, mein kleiner Typ da. Mein Typ ist ja jetzt nicht gerade der kleinste im Singleplayer, ja. Also ich habe den ja recht groß gestaltet im Singleplayer. Und guckt euch mal an, wie klein der aussieht. Wie so eine Ameise. Der sieht aus wie eine Ameise da. Das ist so krass. Ja, Wahnsinn. Ich weiß ehrlich gesagt auch gerade gar nicht, was ich mit dem Titano eigentlich jetzt genau machen soll. Man kann ihn nicht in irgendwelche Boss-Arenen mitnehmen, insofern ist er dafür nicht geeignet. Ja, weil er kommt da halt nicht rein. Man kann ihn auch nicht irgendwie, ja,
Man kann einen Alpha-Rexe mit ihm töten. So. Und bestimmt könnte ich auch mal versuchen, einen wilden Giga anzugreifen mit ihm. Das könnte man mal machen. Ob man mit dem wilde Gigas platt kriegt. Oh. Ich habe einen Megalozeros getötet. Einfach nur, indem ich drüber gerannt bin. Ist auch schön. So, jetzt gucken wir mal hier bei dem Parazier. Interessiert mich jetzt mal. Wenn ich jetzt angreife. Wie lange brauche ich, um das Parazier zu töten? Alter, ich habe 3 Stampfer gebraucht. Ist das Parazier tot, ne? Aua. Irgendwas greift mich jetzt gerade an. Bitte, was greift mich denn jetzt da an gerade? Warte mal, ich muss mal hier weg. Nein, was ist denn das jetzt? Ach, das sind Mücken, lol. Gott. Das wäre es ja jetzt gewesen, wenn die Mücken den Titano töten. Das wäre es ja jetzt gewesen. Da hätte ich mich so kaputt gelacht. So, ich würde ja gerne mal irgendwie ins Helle, dass man den mal ein bisschen besser sehen kann. Im Redwood ist leider immer so dunkel. Ich gehe jetzt mal hier durch. Hier runter. Wie viel Fallschaden kriegt der eigentlich? Der hat ja keinen Rage-Mode oder so. Ah, da haben wir wieder eine Mega-Neura platt gemacht. Boah, dieser Hals, dieser lange, ne? Ist schon krass. So, jetzt will ich mal gucken. Jetzt will ich mir das mal mit K angucken. Warte mal, vielleicht mal ein bisschen höher schauen. Alter, der Hals hört einfach nicht auf. Ich krieg ihn nicht komplett ins Bild, ne? Also, wenn ich jetzt hier mit K voll rauszoome, kriege ich ihn nicht komplett drauf. Das ist so episch. Das ist der Hammer. Hier, jetzt kann ich nicht weiter rauszoomen. Das ist doch so krass. Der Wahnsinn! So. Aber ich kann ihn bestimmt auf den Kopf laufen, wartet mal. Das will ich jetzt mal probieren. Ha! Oh lol, wartet. Warte. Ho! Aua. Okay, das sollte ich vielleicht nicht allzu oft machen. Das ist vielleicht ein bisschen unklug. Lass mich auf dich rauf. Aber einmal rennen wir noch vor. Einmal machen wir das noch. Hä, wie er hochguckt. Warte. Okay, jetzt mal K drücken. Hey. Oh. So süß. Das ist so süß. Er gehört mir. Es ist mein Titano, mein eigener. Das ist so schön. So. Kann ich eigentlich von dem Kopf aus, kann ich da aufsteigen auf dich? Geht das? Ja. So. Laufen wir mal. Wo hänge ich fest? Aua. Bizel Bufo. Titan Boa. Ich renne einfach gerade und mache einfach alles platt, was vor mir kommt. Ist auch geil. Dann gehen wir mal hier ein bisschen durch den Sumpf. Schade, dass er keine Level kriegt. Aber das wäre auch ein bisschen overpowered. Nicht schlecht. Ich habe einen Titano, mit dem ich im Grunde eigentlich fast gar nichts anfangen kann, außer wilde Gigas töten. Das werde ich demnächst auch mal in Angriff nehmen, auf jeden Fall. Also das werde ich demnächst auf jeden Fall mal versuchen. Aber erst, wenn ich diesen Befehl eingegeben habe in der Game Innie und wenn ich und wenn er hochgeheilt ist. Also ich werde jetzt gucken, dass der Befehl drin ist, dass er was frisst und dass er dann sich hochheilt entsprechend. Damit wir mit vollem Leben dann gegen einen Giga, gegen einen Wilden anlaufen können. Da bin ich mal gespannt drauf, wie gut oder schlecht das funktioniert. Wahrscheinlich wird er sterben. Das ist so meine Vermutung gerade. Er wird höchstwahrscheinlich es nicht überleben. Was ich nicht versuchen werde, das kann ich schon mal sagen, ich werde nicht einen wilden Titano angreifen mit dem Titano. Das können wir, glaube ich, vergessen. Weil ich schätze mal, der wilde Titano ist noch mal ein bisschen stärker als der gezähmte. Trotz des Sattels. Der Sattel gibt ja auch ein bisschen Panzerung, aber ich glaube nicht, dass er einen wilden Kollegen platt kriegt.
So, jetzt hat es gerade keinen Sinn, in den Redwood zu gehen, weil im Redwood ist es zu dunkel. Nachts. Deswegen laufen wir ja einfach noch ein bisschen die Küste lang. Oh, Terrorbirds. Seht nur, seht nur. Wartet mal, ich lasse mal kurz die Stamina recken. Und dann stampfen wir mal ein bisschen, oder? So. Schauen wir uns das doch einmal an. Leute, ich muss einfach nur über die Schlangen rüberlaufen. Dann sind sie direkt tot. Jawoll. So, da kommen wieder die verdammten nervigen Mücken. Ach, witzig. Die müssen einfach nur an meine Beine ranfliegen vom Titan und dann sind sie direkt tot. Einfach nur, weil ich laufe. Ich renne nicht mal. Einfach nur, weil ich laufe. Nicht schlecht. Das ist schon cool. Wartet mal, ich habe doch noch eine Fackel. Dann können wir mal noch mal ein bisschen die Größenverhältnisse genau klären hier. Guckt euch das mal an. Der kleine Lichtschein da vorne, das bin ich. Und wenn die Reflexion auf der Plattform nicht wäre, dann wäre das Ganze noch Lilliputaner-mäßiger. So, Moment, wir recken mal Stamina kurz. Das dauert ganz schön lange mit der Stamina. Da muss man ein bisschen dann im Kampf auch drauf achten, schätze ich mal, wenn man dann gegen den Giga läuft. Dass da nichts schief geht. Und ich schätze mal, wenn man ihn mit Kanonenkugeln betäubt, dann hat er bestimmt auch mehr Leben, wenn man halt gut trifft, den Kopf und so, dann ist der nicht ganz so weit runter. Guck mal, der hat ja nicht mal die Hälfte momentan von seinem Leben. Und ich schätze mal, wenn man ihn mit Kanonenkugeln betäubt, dann ist das ein bisschen entspannter. Dann braucht man A, nicht so viele Kanonenkugeln und B, hat er dann mehr Leben. Weil Kanonenkugeln mehr Torpor austeilen als Raketen. Und da ist wieder ein Terrorbird gestorben. Ein Titano. Mein eigener Titano. Das macht mich so froh. Alles, was mir vor die Füße läuft, wird platt gequetscht. Quetschen, quetschen. Ich quetsche euch alle. Ich quetsche euch. Ja, diese Schritte sind ganz schön laut, ey. Wenn der so rumläuft, ist ganz schön laut. Ah, Regen, sehr gut. Ich kann auch mal was essen. Wow. Megalozoros schon wieder. Da vorne ist ein Kano. Ich hätte jetzt gerne einen Rex, muss ich sagen. Den würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Ha! Einmal draufgetrampelt und der Kano ist tot, lol. Ist schon heftig. So, mich interessiert jetzt aber doch mal, ob hier mal irgend... Ah, da ist ein Wilder. Ein Wilder Titano. Da greifen wir jetzt aber mal lieber nicht an. Muss nicht sein. Ich hätte jetzt echt gerne einen Rex, muss ich sagen. Okay, wisst ihr was? Ich warte jetzt mal kurz, bis es hell geworden ist und dann geht's weiter an der Stelle. Wir machen jetzt mal einen kleinen Cut. So, da bin ich wieder. Es geht weiter. 5 Minuten können wir jetzt hier noch im Hellen rumlaufen in der Folge. Das macht meiner Meinung nach mehr Sinn. Dann sehe ich auch, ob irgendwo ein Rex ist. Dann können wir mal ein bisschen gezielt auf Rexe losgehen. Das interessiert mich mal, wie viel Tritte von dem Titano so ein Rex aushält. Also kommt es mir nur so vor oder wird der Titano nach dem Zähmen gar nicht so krass genervt? Der Giga wird ja extrem genervt, wenn er gezähmt wurde. Aber der Titano irgendwie nicht. Der ist ja fast 1 zu 1, kann das sein, von den Werten her, wie der Wilde? Weil ich würde ich jetzt so einschätzen, so. So sagt mir mein Gefühl. Aber es ist ja... Ah, da drüben ist ein Rex. Hin zum Rex. Ich will mal drauf stampfen. Alter, der Rex sieht so niedlich aus. Guckt euch das mal an. Der sieht aus wie ein Gallimimus. Der sieht aus wie ein Gallimimus von hier oben. Das ist so krass. Es ist so genial. Bleib doch mal stehen. Ich will mal stampfen.
Der ist tot. Einmal stampfen und der Rex ist tot. Ding dong, der Rex ist tot. Der Rex ist tot, der hasst kein Brot. Ding dong, der Rex ist tot. Der Rex ist tot, der hasst kein Brot. Hoffentlich mache ich keinen Friendly Fire Damage, ey. Halt her, Verwalt her. Es ist so episch. Na, wie viele brauche ich für den Diplo? Zwei. Zwei Dritte für den Diplo. Okay, ich lade nochmal kurz Stamina. Da drüben ist ein Spino. Da gehen wir jetzt als nächstes hin. Will ich jetzt auch nochmal gucken, wie schnell ich den platt kriege. Wie gesagt, Giga rückt immer höher auf meiner Liste. Ne? Wie gesagt, in den kommenden Folgen, glaube ich, ist es mal soweit, dass wir mal einen Giga uns vornehmen. Mit dem Titano. Das möchte ich echt gerne mal ausprobieren. So, mein kleiner Spino. Gehen wir mal durchs Wasser, da ist es nicht so laut. Leute, ich habe einen Dimorphodon getötet. Einfach nur durchs Laufen. Das wollte ich gar nicht. Aber ich habe es gar nicht gesehen. Selbst wenn man die Tiere nicht töten wollen würde, könnte man das gar nicht. Man kann sie gar nicht sehen von hier oben. Also die Kleinen vor allem auch. So, dann gucken wir mal. Spino. Oh, okay. Jetzt habe ich keine Stamina mehr gerade. Den Spino interessiert das auch gar nicht. Ah, 112. Okay, deswegen musste ich dreimal drauf treten. Okay. Aber ist auch witzig, wie es die Tiere teilweise gar nicht interessiert, dass der Titano auf sie eindrischt. Weil sie ja auch nichts machen können, ne? Was sollen sie machen? Die Polizei anrufen, es geht nicht. Um Hilfe schreien geht auch nicht. Also es geht, aber es würde nichts bringen. Und ja, so ist das mit dem Titano. Das ist schon eine ganz schöne Rampensau. Apropos Rampe, man könnte eigentlich auch eine Rampe gebrauchen, um auf den raufzukommen, ne? So eine große Rampe an der Seite. Da kann man auch Tiere oben parken. Oh, Katzen, warte mal. Da will ich mal gerade was ausprobieren. Wow. 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 Murhaar. Murhaar. Ist das genial. Man fühlt sich total überlegen. Darf ich das mal sagen? Aber sowas von überlegen fühlt man sich hier. Na, komm her, Kano, los. Komm. Wenn ich Stamina aufgeladen habe, mache ich dich platt. Stopp. Zurück. Und. Haha, Level 80, wie niedlich. Wie süß. Es ist so süß. So, dann gehen wir mal wieder nach Hause, würde ich sagen. Langsam, aber sicher. Im wahrsten Sinne, ey. Das trifft wirklich zu, langsam, aber sicher. Ein Pteranodon. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen nur auf einen Bären trete. Das würde ich mir niemals verzeihen. Niemals. Ich muss schon aufpassen, dass ich hier nicht über die Paracias laufe. Nochmal kurz Stamina laden. Kurz vor allem. Kurz Stamina laden, ja? Von wegen kurz. Guckt euch an, wie lange das dauert. Abartig lange. Los. Schneller. Lad die Stamina. Los. Los, 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 los. Los, 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 los. Dann laufen wir weiter, komm. Oh Mann. Los, komm. Komm, komm, komm. Oh Gott, da ist ja ein Baumstamm im Weg. Wartet mal. Nicht um den Baumstamm rumlaufen. Okay, das kann sich ein bisschen hinziehen. Ich glaube, an der Stelle ist dann auch die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Survive Evolved. Dann ist der Titano hoffentlich hochgeheilt. Dann habe ich es hoffentlich auch geschafft, diese Codezeile einzugeben in der Game Innie, dass der nicht verhungern kann. Und dann können wir uns mal einen Giga vornehmen tatsächlich. Bis zur nächsten Folge Ark Survive Evolved. Bis dann, ciao, ciao.